für die ganzen neuen Modelle. Also wir fangen jetzt gerade an. Wir haben eine neue Brand aufgemacht, Fineline Modelle. Ja. Und die wird, da sind zum Beispiel hier verbaut die Lowbar. Da wird eine Sonnenblende kommen, eine Tiefe, die ist schon bestellt. Ja. Die Abdeckung. Genau, hier die obere. Genau, richtig. Hm. Hinten die dänische Stoßstange. Seitenkisten, was auch da sehen, das sind schon für den Volvo auch total viel. Ja. Ich bin jetzt hier bei Fescher Modellbau, die ja neue Teile haben. Die sind gefertigt als 3D oder als was sind die? Das sind Polystyrolteile. Polystyrol. Mit Ads einlagen. Das heißt, das sind Griffe, die sind wirklich, haben auch eine Tiefenwirkung. Ja. Es wird Fahrerhäusböden geben. Ja. Und ich hol dir gleich mal die komplette Kiste her. Mhm. An Zubehörteilen. Und wir können den auch gleich drehen. Moment. Ja. Auch hier die Hängerzugstoßstange. Also hier praktisch die. Ja, genau, die Stoßstange, der komplette Flachbettaufbau. Ja. Was sind das jetzt hier? Das sind schon, ist ausgearbeitet für die Rücklichter quasi. Die sind schon fertig. Also da, die sind schon fertig. Die, die bestehen aus drei Gläserschichten, um halt wirklich diesen originalen Stil von den dänischen Rücklichten hinzubekommen. Kann man es nachrüsten mit LEDs? Oder? Da wird es Platinen wahrscheinlich sogar geben. Ah, okay. Also das heißt, so ein bisschen wie damals bei den Verkehrsleuchten, dass du ein Board hast und dass du dann einfach erweitern kannst. Ah ja. Das meine die Lichtfunktion, wie gesagt. Genau, hier das Spoiler-Set. Ja. Das kommt alles in farblos. Also man kann es selber lackieren oder kann man bei euch fragen nach Wunschfarbe? Also, ein Lackierservice haben wir ja eh schon. Ja. Also das heißt, da lackieren wir die Teile natürlich auch. Mhm. Aber unterm Strich kommen die erstmal hoch. Also entweder als Polystyrolteile oder als 3D-Druckteile oder als Ads-Teile. Ja. Also praktisch die Rücklichter, also Rückteile genau, dann hier oben. Die Seitenkästen sind auch komplett neu, vorne und hinten. Und da wird es halt für die unterschiedlichen Varianten geben. 6x2 Viertel, 6x2, 6x4, 8x8, 8x6. Und das unter den neuen Brand Fineline. Genau, also die wird sich wirklich nur damit drum kümmern. Haben wir jetzt auch eine Firma für gegründet, dass wir halt so ein bisschen Produktion und Vertrieb trennen. Das sind so die großen Neuheiten. Ich meine, die Michelin-Teil, Lowliner-Reifen und so weiter, hast du ja schon gesehen. Gehe ich mal davon aus. Genau. Die Fahrerhausfederung. Ja. Ja, stimmt. Kann man sich das gleich mal angucken. Die Fahrerhausfederung. Demo-Modell muss ich gleich mal einen Akku laden. Ja. Für die Kabinenfederung, was jetzt neu ist. QB hat jetzt auch, oder Noxion, wie sie jetzt heißen, dass die Achse eintaucht. Das heißt, die ziehen hinten über zwei Servos, auch über ein Gyroskop, ziehen die Achse rein und damit kommt der beim Bremsen in dieses Einsenken und beschleunigen, in das Hochgehen. Ja. Das ist jetzt auch sehr neu vor der Messe gekommen. Dass es praktisch noch originalgetreuer aussieht. Genau, also einmal die Kabinenfederung sieht ja schon total geil aus. Das siehst du auch zum Beispiel bei dem Schollen drin. Also der große Schollen. Ja, wie gesagt, die Kabinenfederung soll ganz cool sein. Und hier vor allen Dingen jetzt noch geändert. Beim Anbremsen geht er nach unten und beim Schleunigen nach oben. Ja, exakt. Aber hier sieht man das ja. Perfekt. Und das ist noch komplett neu, eine Iveco-Hütte. Da ist alles bei. Man kann sogar die Tür öffnen. Klar, ist ein Bausatz. Eine ähnliche Qualität wie bei den Tamiya-Fahrerhäusern. Also ABS, Spritzkunst. Ja. Genau. So, und hier sieht man ein paar Plastikteile. Hier die Anbauteile zum Beispiel, die man hier gesehen hat, die sind jetzt neu. Sowas kennt man schon aus dem Programm. Also das ist ja schon, gibt es ja schon eine Weile in der Hinsicht. Aber hier mal einen kleinen Überblick. Und hier kommen jetzt die Anbauteile, die jetzt auch neu sind, die ich jetzt gerade gezeigt habe, beziehungsweise der unter Fineline Tune
bringt. Wie gesagt, bei Flächner Modellbau.